Ja, Hallöchen, Freunde. Ich bin wieder aus der Versenkung zurückgekehrt. Endlich mal wieder. Ja, mein PC hatte sich ja leider zerschrottet und irgendwie hatte ich dann auch gar keine Zeit mehr, weil wegen Arbeit. Ja, also extrem wenig Zeit, also eigentlich gar keine Freizeit. Ich habe eigentlich dann 2 Monate lang komplett durchgearbeitet, ohne Sonntage, also ohne freie Tage und ja, wirklich komplett durchgearbeitet. Aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit, mir einen PC gekauft, einen neuen, also ein komplett neueres System und ja, bin jetzt hier wieder für euch zurück. Und wir starten hier, damit ich auch mal wieder reinkomme, mal wieder ein bisschen Übung hier reinkriege, sag ich mal. Starten wir jetzt mit einem kleinen Projekt, das heißt Blameless, wie man hier sicherlich schon bemerkt hat. Ja, das Ganze ist so ein bisschen Mystery-Dingenskirchen und soll wohl recht spannend sein und ist wohl auch nicht so. Ja, auch nicht so langwierig. Deswegen. Das vielleicht mal ein bisschen runterstellen. So. Auf 85. Einigen wir uns auf 85. So. Ich weiß nämlich nicht, wie man mich jetzt hört. Vielleicht ist es jetzt auch wieder zu leise. Ich weiß es nicht. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt noch gar nicht großartig hier rumgeguckt. Ja. Wir starten jetzt einfach mal das Ganze. I'm an architect, freelance, so I take job offers as they arise. So, when this guy called me, I was relieved I could finally get a paying job. He said he needed help with interior design for his house that he was building. I always respected people who can do construction, so I naturally agreed to come and take a look. I already had a couple of ideas. It was already quite late, but he insisted on me coming over the same day. I tried to comply, because I didn't want to lose this offer. I drove there with my car. His house was all the way over in the suburban area, quite remote, but with other houses nearby, a quiet place. The man met me at the front gate. It was a temporary fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood, spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. When I Okay. woke up. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt überhaupt hier alles so komplett durchspielen oder wie auch immer. Mache ich das jetzt? Ah! This bloodstain does not look like it's the result of a banal injury. Das ist richtig. Ich weiß auch nicht, ob der Kerl uns irgendwie verfolgt oder. Okay. Warte mal, wie war das? I. Oh, Nokia. Aber der Nokia ist doch The phone unzerstörbar. is smashed. No way it's gonna work anytime soon. Ah, das ist gut. Jetzt haben wir eine Waffe. Oder auch nicht. Warum nimmt er das nicht mit? Weißt du, sein scheiß Telefon nimmt er mit, was eh im Arsch ist. Ah, It okay. seems fresh. The blood hasn't completely dried out yet. This looks like something was being dragged across the bloodstain. Also ich hoffe mal nicht, dass wir verfolgt werden, weil ich hätte eigentlich gerne ein ruhigeres Spiel ja, zum Wiederanfang, sage ich mal.
hoffe es jetzt mal wirklich. Oh, das ist vielleicht. Achso, damit wurden wir wahrscheinlich geschlagen, ne? Kann das? Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt gerade mache, aber ich mache gerade irgendwas. So. I should bend the rod, but it's too tough to do by hand. Kann ich das hier mit irgendwie bearbeiten? Nope. Oh. Okay. Ja, das geht natürlich auch. Kann ich das hiermit irgendwie... Wir sammeln hier erstmal. So, da bin ich wieder. Sorry, ich musste gerade mal im Garten helfen. Ja, also wo war ich stehen geblieben? Ja, wie gesagt, also ich hoffe... Jetzt habe ich voll die eingefrorene Fresse, ey. Scheiße. Also ich hoffe, ja. Kann ich hier irgendwas mitmachen? Nö. Ups. Ich hoffe ja nicht, dass der Kerl uns irgendwie verfolgt oder so. Sondern dass wir vielleicht nur hier eingeschlossen sind oder sowas. Das hoffe ich wirklich. Also, wir können rennen, wie ihr gerade schon gesehen habt, oder springen und uns ducken. Das ist immer so ein bisschen, ja, wie so eine Verfolgung oder so, könnte ich mir vorstellen. Oder dass wir uns verstecken müssen. Ja. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt in Ruhe durchspielen können, weil ich habe echt keinen Bock auf Verfolgung oder sowas auch. Oder so extreme Hetz-Sachen. Wie gesagt, also ich will jetzt hier einfach mal so ein bisschen, um hier wieder reinzukommen, ein bisschen mit euch spielen und uns dieses Ding hier angucken. Ja, okay. Wofür auch immer. Jetzt habe ich hier so einen Gehstock gebastelt. Quasi. Ja, ich will mir das hier erstmal alles angucken. Ah. Hübsch. Ups. Und wir haben übrigens auch eine Taschenlampe. Nein, auch nicht. Aber es gibt diese Funktion in der Option. Also werden wir nochmal irgendwo eine Taschenlampe finden. Oder hat unser Handy vielleicht eine Taschenlampenoption? Okay. Ich glaube, das Ding ist komplett hinüber. Damit kann man, glaube ich, gar nichts mehr machen. I can't get further through here. Das habe ich mir schon gedacht. Dafür werden wir wahrscheinlich dieses Ding da gebaut haben. Also laut Steam-Beschreibung hat dieses Spiel ungefähr so Pi mal Daumen. Hallo? Danke. Ungefähr irgendwo 60, 70, 80 Minuten Spielzeit. Okay, jetzt kann ich's, ich dachte nicht. Okay, dann halt nicht. Ups. Ich hoffe auch nicht, dass es auf Zeit hier geht und dass der Typ irgendwann zurückkommt und uns irgendwie töten möchte oder sonst irgendwas. Oder uns Blumen verkaufen möchte. Rosen, wolle Rose kaufen? Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall ist das Ganze hier sehr mysteriös. Würde ich sagen. Ja, irgendwie... kann ich das hier nochmal verwenden? Nö. There's no door handle. Why would he hit me and then lock me in here? Ah, okay, das musste ich erstmal hier. So, also jetzt hat er offiziell erkannt, dass er kein Türknauf, hallo, existiert. Darf ich das Ding jetzt auch hinnehmen oder? Komisch, naja. Okay. Oder, nee, Säge ging ja auch nicht, ne? Oder kann ich noch das andere Ding da irgendwie reinpacken? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das. Irgendwie auch nicht, okay. Ah. Ja,
I might be able to get further through the attic. Okay. Dann probieren wir das doch mal. Oh! Erschlagen. Huck, huck. Shit, it's dark. Jetzt gleich kommt er wahrscheinlich. Ah, ich habe jetzt schon Schiss. Kann ich das auch wieder hochholen? Ah, nein, okay. What the hell was that? Okay, es ist schon gruselig, auf jeden Fall. Es ist schon sehr gruselig. So, die Frage ist, ob ich irgendwas mitnehmen könnte vielleicht. Ich meine, da unten haben wir ja so viele Sachen liegen. Da hinten liegt eine Rohrzange. Rohrzange. Hier ist so ein Seitenschneider. Ich guck mal, ob ich vielleicht den Hammer mitnehmen kann. Oder die Säge oder alles. Ich stopfe mir das einfach in die Tasche und fertig. So. So, okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich verfolgt werde. So. Zur Not ist das jetzt hier meine Waffe. Ich hoffe, dass ich nicht verfolgt werde. Inständig. Aber es ist, ich muss es loben. Also das Spiel hat eigentlich eine ganz coole Atmosphäre, würde ich sagen, ne? Where are you, fucker? Das mal eben fallen. Was ist das hier Schönes? Aha, okay. Na gut. Nehmen wir mal mit. Man hat ja nichts Besseres vor. Seitenschneider brauche ich gerade noch nicht. Irgendwie mag ich das Spiel. Es hat echt eine geile Atmosphäre. Sieht cool aus. Ach, schon wieder eine Stange. Ich merke schon, unser bester Freund hier in diesem Spiel, das ist die Stange. Unsere? Ja, nein. The library card belonging to Helen Woodward. How did it get here? Okay, ist das vielleicht das Opfer, wovon das Blut stammt? Vielleicht wollte man uns auch diesen Mord hier anhängen. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß. Ich glaube, ich gucke jetzt auch immer an den Decken. Scheint ja doch relevant vielleicht zu sein. Okay. Aha, haha. Ja, es scheint doch relevant zu sein. Okay, hier muss man ja echt... Stuck underneath the beam. Kann ich es vielleicht abschneiden? Ich meine, wer weiß. Oder vielleicht hier unser... Freund hier wieder. Mein Freund, die Stange. So. Komm. Nee, auch nicht. Okay, will er nicht machen. Ich lasse die erstmal da liegen. Kann man das hier aufmachen? Ha, habe ich mir schon gedacht. Das war ja klar. Geht natürlich nicht. Hier ist nichts oben versteckt. Hier ist so eine Maurer. Die wir aber nicht gebrauchen können. Okay. It's holding with the wires. Ah, okay. Ja gut, dafür können wir wohl den Seitenschneider gleich gebrauchen. Oder Drahtschneider oder. Ich glaube, dafür gibt es mehrere Begriffe. Ja, hier ist irgendwie gar nichts. Warum ist hier gar nichts los? Okay, der Raum ist irgendwie... Eine Europalette, hey! Irgendwie unnütz. Hier ist nichts, okay. Würde ich sagen, wir nehmen uns hier den Kollegen. Ach, mein Gott. Jetzt war ich aber gerade schon so ein bisschen, Hatte ich gerade ein bisschen Panik. The wire cutters are broken.
The hinge on that handle should attach, but it's missing. The wire cutters are broken. The hinge on that handle should attach. Ach, da. It's missing. Ah, warte mal, ich hab doch hier. Krieg ich das nicht damit? Müsste der doch wieder funktionieren. Ich hab Angst. Ach, jetzt sind wir draußen. Kann ich jetzt nicht hier einfach diese scheiß Plane abreißen und drüber springen? Come on. Ups. Ganz ehrlich, ich würde mir doch jetzt als normaler Mensch diese Schubkarre nehmen, dass wir dran packen und dann drüber rennen. Rennen, springen. Aber nein. Wow. Shit. Jetzt habe ich echt scheiß Angst. Kann ich mir nicht hier das, mein Hämmerchen nehmen? Mit dem Hammer. So, du Wichser, komm her. Ich hammer dich kaputt. Ich schlag dich weg, du. Okay, mit dem Teil hätte man ihm wohl auch an drüber ziehen können. Richtig Schiss. Okay, er hat jetzt automatisch gerade gespeichert. Okay, ich will mich jetzt erstmal kurz hier oben umsehen. Hier kann ich den Strom aus- und anstellen, wie es aussieht. Okay, da habe ich wieder so ein Fünfkant-Ding, Schloss-Dings-Gedöns. Boah, ich habe gerade echt Schiss, ne? Also, die Atmosphäre vom Spiel ist schon ziemlich cool. Okay, ich gehe jetzt runter. Wünscht mir Glück. Oh Gott, warum so viele Türen? I don't like the look of that dark corridor. Let's see if the light switch is working. Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, warte mal, ich guck mal eben, ob ich... Aber ich glaube, wenn ich den Hammer hier aufgenommen habe, lass den mir entfallen. Better. Ich hab Angst. Die Musik ist auch ein bisschen böse dabei. Oh, Taschenlampe. Yay. Hallo? Irgendwie so komisch aus. Fällt dir die auf den Boden? Naja, okay. Egal. Wir sind jetzt hier bewaffnet. Mit allem. Okay, hier ist nichts. Ist hier vielleicht was? Ja, nicht drin. Okay, dann nicht. Oh. Ich stelle mich mal hier so hin. Wenn er gleich kommt, dann kriegt er einen mit dem Dingen. What the hell? Oh no, it's
Dings. Wie hieß sie? Helen. Shit. She's dead. It's the address of this house. Was she invited here too? Mein Gott, ist der Architektenmörder. Okay, das sind vielleicht ihre Schlüssel, keine Ahnung. It's dust. I don't want to look at her face. I gotta get out of here and call for help. Ich wette, der Mord sollte ihm hier angehängt werden. Habe ich da noch irgendwelche? Similar to what I found upstairs on the floor. She was being dragged over here through the house. Ja, davon kannst du ausgehen, Kollege. Kann ich hier nochmal was sehen? Okay. Achso, ich dachte, jetzt könnte ich hier am Arsch irgendwo gucken, ob die irgendwas in der Tasche hat oder sowas. Kann ich hier nochmal gucken? Ja, dann nicht. Ich hab's jetzt verstanden. Ah! Du Wichser, komm her. Also nein, eigentlich lieber nicht. Ich möchte den eigentlich gar nicht hier sehen. So, hier ist auch nichts los. Ich möchte da eigentlich nicht, also wir machen das wieder zu, aus, damit wir jetzt hier nicht so viel Attention dingsen. Das ist gruselig, ich will nicht. Finally out of the house. Das ist wahrscheinlich unser Auto kaputt oder sowas. Ach, wir mussten durch die Garage, hat er gesagt, ne? Okay. Oh Gott. Dann müssen wir doch gleich rennen. Locked. Natürlich. Was auch sonst, ja? Vielleicht Schiss, wenn er schon anzeigt, dass wir rennen können. Ciao! Okay. Ich habe Angst. Also ich bin jetzt auch gerade sehr ruhig, sorry dafür, aber ist halt gerade auch irgendwie spannend. Mein treuer Hammer begleitet mich. Okay. So viel zumachen? Nein, okay, gut. Puh. Das triggert doch gleich wieder hier irgendwas. Habe ich hier sonst irgendwas, was ich anschauen kann? Nö, irgendwie nicht. Nichts Besonderes. Jetzt wird gleich wieder irgendwas getriggert. Broken. So, from Anna Catwell, der Drew Constructions to Simpson Hopkin. Okay, das ist der Typ. Subject Final Reminder Letter. Dear Mr. Hopkin, this is to inform you that according to our records as of 20 July 2001, keine Ahnung, boah, ich hab's mit Zahlen. We still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders you borrowed from the Dead Drew Construction Store on 7th June of this year. Please return the scaffolding within
14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession. To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility. Note, you will not receive any more reminder letters from us. Yours sincerely, Anna Catwell, Account Manager. Okay, jetzt wissen wir... This must be one of the three suspension letters mentioned in the letter. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie der Typ heißt. Vielleicht wussten wir das vorher auch schon, ich weiß es nicht. Sagst du denn hier noch irgendwas zu? 13 July 2001.